Wir werden hier eine Formel zur Distanz zwischen einem Punkt und einer Geraden in der Ebene erstellen. Wir suchen also hier den Abstand zwischen diesem Punkt P mit Koordinate P1, P2 und dieser Geraden D mit kartesischer Gleichung ax plus by plus c gleich 0. Was wir suchen, ist also dieser Abstand, wenn man von P aus eine Senkrechte zu D konstruiert, dann sucht man die Länge dieser Strecke da. Anscheinend kann man diese Länge nur anhand der Koordinate von P und der kartesischen Gleichung von D bestimmen, und zwar so. Die Distanz zwischen dem Punkt P und der Geraden D ist anscheinend gleich zum Bruch von, oben steht ein Betrag, zwischen den Betragstrichen steht der linke Teil dieser Gleichung von D, indem man die Abszisse x durch die Abszisse P1 ersetzt hat und die Ordinate y durch die Ordinate P2 ersetzt hat, so erhält man diesen Zähler. Und der Nenner, das ist die Quadratwurzel von der Summe von zwei Quadraten. Die Basen sind a und b. Das sind die Vorzahlen von x und y in der kartesischen Gleichung von d. Und wir sollen diese Formel jetzt beweisen. Wenn man sich die Situation dann anschaut, dann weiß man gar nicht so recht, wo man anfangen soll. Und wie so häufig, wer nicht weiß, wo er anfangen soll, der kann es ja mal mit dem Ende versuchen. Das Ende, das ist hier diese Distanz. Wir suchen diese Distanz. Beginnen wir mit dem Ende und analysieren diese Distanz. Legen wir los dazu. Zuerst einmal die Distanz zwischen dem Punkt und dieser Geraden D, das ist die Distanz zwischen diesem Punkt P und diesem Punkt Q. Und um die Distanz zwischen zwei Punkten zu berechnen, dazu haben wir eine Formel. Sie stammt vom Satz des Pythagoras. Also, um diese Formel anzuwenden, brauchen wir die Koordinate vom Punkt P und die Koordinate vom Punkt Q. Die von P kennen wir aber schon. Also brauchen wir nur noch die Koordinate von Q zu bestimmen. Somit suchen wir also die Koordinate von Q. Und dieser Punkt Q, das ist doch der Schnittpunkt der Geraden PQ mit der Geraden D. Wir suchen also die Koordinate vom Schnittpunkt der Geraden D mit der Geraden PQ. Diese Koordinate von Q, das ist die Lösung von diesem Gleichungssystem, gebildet durch die Gleichung der Geraden D und der Geraden PQ. Aber diese Gleichung kennen wir noch nicht. Um die Gleichung dieser Gerade zu erstellen, brauchen wir entweder zwei Punkte oder einen Punkt und den Steigungsfaktor der Geraden. Wir haben nur einen Punkt, aber wir können auch den Steigungsfaktor dieser Geraden PQ bestimmen, denn wir kennen ja den von D. Der Steigungsfaktor von D, das ist minus a auf b. Also muss der Steigungsfaktor von PQ der entgegengesetzte Kehrwert von minus a auf b sein. Und somit können wir die kartesische Gleichung von PQ also bestimmen durch diese Formel. Wir kennen ja einen Punkt und wir kennen den Steigungsfaktor von der Geraden PQ. Was bleibt also letztendlich zu bestimmen? Der Steigungsfaktor dieser Geraden PQ. Den müssen wir noch herausfinden. Und sobald wir den gefunden haben, können wir die kartesische Gleichung erstellen, dieses Gleichungssystem lösen und somit die Koordinate vom Punkt Q herausfinden. Und durch diese Koordinate können wir dann den gesuchten Abstand zwischen P und Q bestimmen. Das hier war wirklich eine Analyse, indem man mit dem Ende beginnt.
behalten wir das hier einfach mal als Lösungsstrategie, die wir hier auch nutzen werden. Legen wir los. Zuerst suchen wir den Steigungsfaktor der Geraden D. Das ist minus a geteilt durch b. Der Steigungsfaktor der Geraden PQ, die senkrecht zu D ist, ist also der entgegengesetzte Kehrwert von minus a auf b, das heißt b auf a. Das ist der Steigungsfaktor der Geraden PQ. Wir kennen also jetzt die Koordinate von P und den Steigungsfaktor der Geraden PQ und durch diese Formel können wir somit die kartesische Gleichung der Geraden PQ erstellen. Diese Gerade geht ja durch den Punkt P mit Koordinate P1, P2 und sie hat als Steigungsfaktor B auf A. Diesen da. Die kartesische Gleichung von PQ haben wir somit erstellt. Jetzt setzen wir diese Zahl A, die rechts teilt, links rüber, dann multipliziert sie da. Und jetzt setzen wir X und Y-Term auf eine Seite und die zwei unabhängigen Termen auf der anderen Seite. Ist gemacht. Wir haben somit die kartesische Gleichung von PQ bestimmt. Die von D, die kennen wir, die wird angegeben. Also suchen wir jetzt die Koordinate von diesem Punkt Q als Lösung von dem Gleichungssystem, gebildet durch die kartesische Gleichung von PQ und die von D. Die Lösung von diesem System, das ist die Koordinate vom Schnittpunkt Q. Also lösen wir dieses Gleichungssystem und wir machen das hier anhand der Cramer-Methode. Suchen wir zuerst die Determinante des Systems, da ist sie auch schon, x-Spalte AB, die y-Spalte ist B minus A. Diese Determinante rechnen wir schleifenmäßig aus, also minus A Quadrat minus B Quadrat. Aus minus a Quadrat minus b Quadrat kann man noch dieses Minus ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann a Quadrat plus b Quadrat. Die Summe dieser Quadrate kann nicht 0 sein, denn a und b können nicht gleichzeitig 0 sein, weil sie ja die Vorzahlen von x und y in dieser kartesischen Gleichung von d sind. Wären beide Zahlen gleichzeitig 0, dann wäre das gar keine kartesische Gleichung einer Gerade. Also können wir hier mit Sicherheit behaupten, dass diese Determinante nicht 0 ist. Somit dürfen wir das Cramer-Verfahren anwenden, das besagt, um x zu finden, bildet man einen Bruch. Der Nenner, das ist die Determinante vom System, also minus a Quadrat plus b Quadrat. Und der Zähler wird gebildet durch die Determinante, die man erhält, indem man in der Systemdeterminante D die x-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Termen ersetzt, die beide rechts vom Ist-Zeichen stehen, was hier der Fall ist. Das war so vorbereitet. Also finden wir diese Determinante und somit werden wir x berechnen können. Um y zu finden, gehen wir ähnlich vor. In der Systemdeterminante ersetzen wir dieses Mal die y-Spalte durch die Spalte der unabhängigen Termen und so erhalten wir das hier als y-Wert. Rechnen wir diese Determinante oben noch aus. Das Ganze kann man noch etwas vereinfachen, indem man oben und unten mit minus 1 multipliziert. Das ist also der x-Wert von der Lösung dieses Gleichungssystems. Das heißt, das hier ist die Abszisse vom Punkt Q. Jetzt rechnen wir noch y aus, das ergibt dann diese Zahl hier und auch hier können wir oben und unten mit minus 1 multiplizieren und somit haben wir als Ordinate vom Punkt Q diese Zahl gefunden. Mittlerweile kennen wir also die Koordinate vom Punkt Q. Wir sind nicht mehr sehr weit vom Ziel entfernt. Wir müssen hier nur noch die Formel der Distanz zwischen zwei Punkten, hier P und Q, anwenden. Dann tun wir das auch. Der Abstand zwischen P und Q ist also die Quadratwurzel, sagt die Formel, von der Summe zweier Quadrate, Summe von zwei Quadraten. Die erste Basis, das ist die Differenz der Abszissen,
Also ist das die Differenz der Abszisse von Q, das heißt diese Zahl, und der Abszisse von P, das heißt diese Zahl. Und bei den Ordinaten ist das gleich. Wir schreiben hier die Differenz der beiden Ordinaten. Also schreiben wir hier die Ordinate von Q minus die Ordinate von P. Jetzt brauchen wir nur noch diese Quadratwurzel auszurechnen. In der ersten Klammer hier haben wir die Differenz von einem Bruch und von dieser Zahl P1. Diese zwei Brüche machen wir gleichnamig, indem wir Zähler und Nenner mit a² plus b² multiplizieren. Dahinter machen wir das genauso. Also hier, das ist p2 geteilt durch 1. Wir multiplizieren Nenner und Zähler mit a² plus b² und erhalten somit diese Zahl als Distanz zwischen p und q. Die zwei Brüche sind somit hier gleichnamig. Also dürfen wir diese Zähler subtrahieren. Das werden wir auch machen, indem wir sofort dieses P1 auf diese Klammer verteilen. Hier rechts machen wir genau das Gleiche. Wir haben den gemeinsamen Nenner a² plus b². Also dürfen wir diese zwei Zähler subtrahieren. Das machen wir auch und verteilen hier sofort die Zahl P2 auf diese Klammer. Somit erhalten wir das da. Wenn man sich jetzt hier den Zähler anschaut, da steht b² p1. Da steht minus b² p1. Die zwei sind also weg. Hier steht a² p2 und da steht minus a² p2. Die zwei sind also auch weg. Jetzt haben wir hier oben minus abp2 minus ac minus a² p1. Da kann man ein Minus ausklammern und das setzen wir dann schon mal vor dem Bruchstrich. Hier ähnlich, auch hier bei diesen drei Termen kann man ein Minus ausklammern, das setzen wir auch vor diesem Bruchstrich. Dieses Minuszeichen im Quadrat, das ist weg. Und dieses Minuszeichen wird auch im Quadrat genommen, das ist auch weg. In dem Zähler hier können wir a ausklammern. Und dieses ausgeklammerte a wird dann zu a². Zwischen Klammern wird dann noch bleiben ap1 plus bp2 plus c. Aber auch diese Klammer ist dann im Quadrat zu nehmen und das Ganze wird dann noch geteilt durch diese Summe im Quadrat. Genauso hier, hier können wir b ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann noch bp2 plus ap1 plus c. Das b, das ausgeklammert wurde, wird im Quadrat genommen und die Klammer, die bleibt, müssen wir ebenfalls im Quadrat nehmen. Und der Nenner wird auch noch im Quadrat genommen, so erhalten wir diese Zahl. Schauen wir uns das noch etwas genauer an und dann stellen wir schnell fest, dass diese Klammer im Quadrat genau dieselbe ist wie diese Klammer im Quadrat. Das, was hier zwischen Klammern steht, ist genau dieselbe Summe wie die, die da steht. Wir können also diese Klammer im Quadrat insgesamt ausklammern. Und zwischen Klammern bleibt dann noch a² plus b², also so. Und jetzt sehen wir, dass dieser Faktor a² plus b² im Zähler multipliziert, aber im Nenner auch. Denn das hier ist ja a² plus b² mal a² plus b². Also können wir durch diesen Faktor kürzen, dann tun wir das auch. Und somit bleibt dann im Zähler nur noch die Quadratwurzel von dieser Klammer im Quadrat. Vorsicht, die Quadratwurzel von der Klammer im Quadrat, das ist nicht die Klammer, sondern der Betrag dieser Klammer. Daher diese Betragstriche. Und als Zähler bleibt noch die Quadratwurzel von der Summe dieser zwei Quadrate. So, wir haben unsere Formel gefunden. Das Wichtige in dieser Aufgabe hier war, solch eine Lösungsstrategie zu entwickeln. Behalten wir das mal als Tipp. Wenn man nicht weiß, womit man genau anfangen soll, dann versucht man es mal mit dem Ende. Analysiert dann dieses Ende und weiß dann, womit man eigentlich anfangen soll und arbeitet sich so
von unten zurück nach oben. Unsere neu gewonnene Erkenntnis wenden wir jetzt in einem Beispiel an. Hier wird die Gerade D angegeben anhand dieser kartesischen Gleichung. Die Gerade ist hier schon grafisch dargestellt und man gibt uns auch diesen Punkt P mit Koordinate 4, 3. Der Abstand zwischen P und dieser Geraden D, der kann jetzt durch diese Formel bestimmt werden. Das heißt, wir bilden hier den Bruch. Oben stehen Betragsstriche, unten steht eine Quadratwurzel. Zwischen den Betragsstrichen schreibt man das, was man erhält, wenn man im linken Teil der kartesischen Gleichung von D die Abszisse x durch die Abszisse von P ersetzt und die Ordinate y durch die Ordinate von P ersetzt. Also erhält man da 4 plus 3 minus 3. Steht da. Unter der Quadratwurzel schreibt man die Summe der Quadrate der Vorzahlen von x und y aus der Gleichung von d, also 1 und 1. Somit erhalten wir diese Rechnung. Diese Rechnung führt dann sofort zu 4 geteilt durch Quadratwurzel von 2. Hier multiplizieren wir noch Nenner und Zähler mit der Quadratwurzel von 2 und finden so sofort 2 mal Quadratwurzel von 2. In diesem besonderen Beispiel hier hätten wir diesen Abstand eigentlich schneller herausfinden können als mit dieser Formel, denn wir wissen ja, dass die Diagonale vom Einheitsquadrat Quadratwurzel von 2 ist. Das wissen wir durch den Satz des Pythagoras in diesem kleinen rechtwinkligen Dreieck da. Also diese Diagonale, das ist die Quadratwurzel von 2, die ist hier einmal vorhanden, da ist sie, und dann noch ein zweites Mal vorhanden, da ist sie. Und das ist effektiv im rechten Winkel zu d, deshalb musste dieser Abstand zweimal die Quadratwurzel von 2 sein.